In diesem Video werde ich mir wieder die krassesten Tierdon-Mods angucken. Ja, es kommen jeden Tag neue Tierdon-Mods dazu. Also, wenn ihr auch noch welche kennt, schreibt sie mir gerne in die Kommentare, die ich mal spielen soll. Lasst mir gerne ein Like und noch ein Abo dafür mehr Tierdon. Und jetzt viel Spaß. Wer wollte es nicht auch schon immer mal die ganze Schule zerstören? Genau das machen wir auf der ersten Mod. Wir haben hier eine Mod am Start, die einfach mal ein komplettes Schulgebäude ist. Und hier würde ich sagen, machen wir heute mal so ein bisschen Faxen unter... Hallo? Okay, der lebt noch. Was ist denn hier los? Sag mal, hier wird ja gepennt oder was? Okay, wo sind denn die ganzen Schüler, frage ich mich. Wieso liegen die hier? Die sind hypnotisiert. Ich kann gar nicht mehr reden. Hypnotisiert oder sowas? Also komm, erstmal hier die Glotze ausmachen. Sowas guckst du dir da gefälligst nicht an. Hast du das verstanden? Das ist fast so, als wären die... Den habe ich einfach geköpft mit einem Schlag. Ich bin ein Lehrermörder, um Gottes Willen. Ich mache hier lieber mal schnell die Tür zu, um den Tatort zu vertuschen. Was haben wir hier? So Schränke, so Spins und sowas. Okay. Hier haben wir so einen leeren Klassenraum. Ich würde sagen, mit dem fangen wir einfach mal an. Den machen wir hier mit der Minecraft-Picke kaputt. Ja! Okay, warte mal, wir haben auch noch mal... Ich wollte sowas schon immer mal machen, den Klassenraum kaputt machen. Ich sag euch, sowas wollte doch von euch bestimmt schon mal jeder machen. Also, komm, wir machen mal... Oder vielleicht auch nur ich, vielleicht bin ich einfach nur, keine Ahnung, komplett bescheuert. Okay, wir machen hier den ganzen Klassenraum mal kaputt. Ich zünd hier mal einmal ganz kurz das ganze Whiteboard an oder die Tafel an oder was auch immer das sein soll. Und hier ein Lehrer. Wie oft habe ich gesagt, nicht auf den Stühlen stehen, ja? Also, weg mit dem Stuhl. Oh Gott, okay, was steht da? I love BTS, das ist doch diese K-Pop-Band. Nee, also jetzt reicht's mir. Du gehst weg hier vom Stuhl. So, hast du das verstanden? Nein, er verblutet. Oh Gott, er hat keine Beine mehr. Oh nein, jetzt muss ich ihn komplett killen. Entschuldige bitte, das war's mit dir. Wie sieht's hier aus? Hi, ihr Lieben. Wieso wollt ihr nicht arbeiten? Wieso wollt ihr nicht... Wieso spenden die alle? Sind die alle hypnotisiert? Ich kann mir vorstellen, dass es gar keine Menschen sind. Das sind halt irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Puppen oder sowas. Was ist hier im Klassenraum? Hier ist eine Küche. Sag mal, hier muss eigentlich gekocht werden. Ich hatte mir heute Mittag Pizza gewünscht. Nö, ihr bleibt hier jetzt drin eingesperrt, bis, keine Ahnung, bis ich sage, ich mache hier, ihr dürft wieder nach Hause gehen. Ich mache alles zu hier, komm. Mach zu die Tür. Die kannst du an der Pfeife rauchen hier, die Leute. Komm, wir gehen mal nach ganz oben. Was haben wir hier noch? Wir können mal gucken. Wir können also nach oben und nach unten gehen. Ich würde sagen, wir gehen mal nach unten, weil hier der Aufzug ist. Okay, der funktioniert auch. Was war das denn gerade? Wie bin ich jetzt hier hingekommen? Vor allem, wie komme ich jetzt hier wieder raus? Jetzt bin ich wieder hier oben, sag mal. Hallo, guten Morgen, meine Kinder. Kinder, okay, okay, komm, egal. Hier ist auch gefühlt gar nichts los. Das hier ist auf jeden Fall der Schulleiter. Sind Sie ansprechbar? Hallo? Ich wollte... Okay, ich habe, glaube ich, eine Möglichkeit, wie ich die alle zum Leben irgendwie wiederbringen kann, die Lehrer. Und zwar, wenn man Graffiti sprüht in der Schule, was man auf gar keinen Fall machen soll. So, komm. Und hier nochmal ganz kurz. Ein Abo sollt ihr da lassen für tägliche Videos. Also macht das doch auch mal. Machen wir hier noch so. Was? Selbst das stört die Lehrer nicht? Ich sprühe hier neben den Graffiti und das Gefühl juckt die gar nicht. Nö. Komm, dann mache ich nur den hier. Bam. Hau die einmal hier alle kaputt. Dann haben die auch nichts gesehen. Alles gut. Ich hau hier ab. Was haben wir oben? Sind oben noch irgendwelche Schulräume oder vielleicht auch die Mensa oder sowas? Was haben wir hier? Was ist das denn? Okay, hier ist so eine... Was war das? Wieso ist hier auf einmal so eine komische Nachricht gewesen? So ein komisches, gruseliges Lachen. Oh mein Gott, Freunde, und ihr müsst wissen, ich nehme das ganze Video hier gerade einfach um 1.56 Uhr nicht mittags auf, sondern nachts. Es ist mitten in der Nacht, es ist 2 Uhr morgens und ich nehme das hier auf und dann höre ich hier so gruselige Musik oder so gruseliges Lachen. Was soll das? Ich weiß hier jetzt gleich irgendwas kommt oder so. Ich habe schon ein bisschen Angst. Okay, komm, wir gehen mal hier weiter. Haben wir hier oben... ja, mal gucken, was kommt hier denn? Hallo, wie sieht's aus? Okay, hier ist anscheinend auch... Alles gut, also in der Schule stimmt hier auf jeden Fall irgendwas nicht. Ich würde sagen, wir hauen hier mal lieber ganz schnell ab. Also nach dieser gruseligen Erfahrung eben will ich auf jeden Fall eine Mod haben, die man um 3 Uhr nachts spielen kann. Und zwar, ja, das sieht mir schon besser aus. Also hier ist so ein, irgendwie, keine Ahnung, so ein Regenbogenweg. Aber was macht der? Bedeutet, wir können sozusagen hier jetzt mit dem Auto da einfach rauffahren, oder was? Anscheinend. Und wie viele Fahrzeuge gibt es denn in Tieren? Und ich wusste gar nicht, dass es so viele Fahrzeuge gibt. Und guck mal, jetzt können wir hier einfach langpesen und das war's? Was ist das denn für eine Mod? Ich meine, die ist nicht gefährlich oder, keine Ahnung, gruselig. Damit kannst du einfach nur so rumfahren hier oder was? Warte mal, ist das da hinten eine Rampe? Ich glaube, da hinten geht's auf eine Rampe rauf. Also, entweder ist es eine Rampe oder es könnte auch eine Wand sein oder sowas. Hier diese ganzen, keine Ahnung, Freiheitsstatuen. Oh Gott, oh Gott. Mal gucken, was soll das denn sein, sag mal? Das ist so eine Wand. Okay, ich spring da einfach mal durch. Und...
Los, gegenspringen! Okay. Hat das jetzt was gebracht? Ich glaube nicht, oder? Was ist das? Das ist ein Domino! LOL, guck mal! Das ist ein riesiger Domino-Effekt! Okay, wir müssen es irgendwie schaffen, diese Wand umzukippen. War wie am besten? Vielleicht können wir da was gegenschmeißen, und zwar das Haus. Können wir das dagegen schmeißen? Nee, aber hier die Steine gehen auch nicht. Vielleicht, wenn wir ein Fahrzeug haben mit ein bisschen mehr Speed. Wie gut, dass ich auch für Fahrzeuge die richtige Mod parat habe. Und zwar habe ich jetzt hier neue Mod. Und zwar kann man damit anscheinend... Okay, warte mal, das ist... Das glaube ich nicht. Können wir damit fliegen jetzt? Oder wie funktioniert das jetzt? Okay, warte mal, warte mal, warte mal. Und jetzt? Nee, das funktioniert nicht. Warte mal, wir können damit auch schießen? Wir haben auf jeden Fall ein paar Optionen zur Auswahl. Wenn wir jetzt gerade schießen, nee, das geht nicht. Okay, ich kann damit aber richtig, richtig schnell fahren, wenn ich eine Taste drücke und... Warte mal, ich glaube, das müsste so funktionieren. Ja, das ist... Hat der Boost jetzt? Ja, okay, der gibt auf jeden Fall direkt Gas. Ich glaube, mit dem Ding kann ich halt irgendwie fliegen. Warte mal, hier, ich mache erstmal... Ich nehme, glaube ich, nochmal ein anderes Fahrzeug, und zwar dieses hier. Weil dann kann ich mich einstellen, dass es nicht kaputt gehen kann. So, bam, eingestellt. Jetzt dürfte es, wenn ich irgendwo gegenfahre, nicht kaputt gehen. Ja, geht nicht kaputt. Alter! Guck mal hier nach vorne. Und ich schieße ja anscheinend irgendwelche Raketen und da kommt einfach vorne so Kanonenkugeln jetzt raus. Okay, warte mal. Wir machen mal lieber die Waffen ganz schnell wieder aus. Dann habe ich noch Schnelligkeit. Okay, schön Boost jetzt hier. Und das sollte auf jeden Fall reichen, um den Domino da hinten umzukippen. Ganz schön rutschig hier der Weg. Und ich meine, wir gehen ja auch nicht kaputt. Das heißt, wir kippen gegen. Das heißt, es müsste eigentlich hinhauen. Und yippie! Jetzt geht auf einmal doch kaputt. Also das konnte man sich ja nicht mit angucken. Aber jetzt guckt euch das mal an. Wir haben hier einfach Woody und ich hoffe jetzt nicht, weil es so spät ist, dass der irgendwie durchgedreht ist oder sowas. Aber nein, wir haben Woody und den will ich jetzt komplett zerstören. Wir könnten zum Beispiel das Katana nehmen, was ich am Start habe. Und damit können wir sozusagen Woody... Oh mein Gott, jetzt bin ich hier. Woody hat mich direkt gefangen oder was? So, Katana ist am Start und wir können hier sozusagen einmal ganz kurz den Cowboy-Stiefel... Oh Gott, es laggt. Was heißt das? Was heißt das? Fällt Woody jetzt um? Woody fällt einfach um zur Seite und Woody! Nein, die Cowboy-Stiefel brennen! Guck mal, wie er da auch einfach steht. Die haben einfach komplett perfekt an den Beinen einfach abgeschnitten. Und jetzt liegt er hier. Ah, Woody, wie sieht's aus? Du bist halt nicht so cool wie Buzz Lightyear. Aber ich muss sagen, Buzz Lightyear war auch immer so ein Tickchen cooler als du, oder? Was meint ihr? Wen fand ihr besser? Woody oder Buzz Lightyear? Schreibt's mir unten in die Kommentare. Wir können vielleicht Woody fliegen lassen, fällt mir gerade noch ein. Dann ist er ja eigentlich wie Buzz Lightyear, oder nicht? Wenn wir jetzt hier überall Raketen dran machen, dann müsste doch Woody, wenn... Ich meine, der ist natürlich ziemlich, ziemlich schwer. Aber dann müsste Woody doch eigentlich losfliegen können davon, oder? Wir können die ganzen Raketen alle auf einmal losstarten. Mal gucken, ob das reicht. So, komm, wir probieren mal aus und... Ja, wieso aktiviert ihr nicht alle auf einmal, sag mal? Hier, die hier vielleicht? Hier, die alle auch noch. So, sehr schön. Und hebt er ab? Nee, Woody ist viel zu schwer. Sag mal, Woody, warst du irgendwie nicht auf Diät oder was ist los? Dann nehmen wir den Disruptor und zerstören erstmal Woodys Hände. So, kann er erstmal schon mal nicht mehr ab... Er hat Hakenhände. Er hat die Hakenhände aus SpongeBob, die gruseligen. Vom fliegenden Holländer. Okay, also, ich meine, er sieht ja noch ganz nett aus und ganz glücklich. Guck mal, auch mit so ein bisschen, ja, keine Ahnung, müden Augen oder sowas. Aber er sieht trotzdem ganz glücklich aus. Also, ich würde sagen, Woody, wir machen dich mal... was ist das denn? Ein Staubsauger! Guck mal! Ich kann einfach Woody einsaugen! Einfach so Teile von Woody. Könnt ihr auch wieder raussaugen? Ich kann die sogar wieder ausspucken, dass ich damit schießen kann. Okay, und hier sind noch ganz viele Raketen. Doch, die wurden alle schon gezündet. Okay. Den Staubsauger, den kannte ich auch noch nicht. Der ist auch neu. Was haben wir hier? Hier haben wir so einen Lasercutter. Ja, aber auch nicht so krass. Woody, hast du noch ein paar letzte Worte zu sagen? Nein? Okay, kein Problem. Dann mache ich einmal den hier. Und schieß dir hier mal ganz kurz die Hände ab. So, bam, 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 bam. Da müsste jetzt auch gleich ein Skelett rauskommen. Komm, hier noch ein Stück, hier noch ein Stück. Und ja, das sieht doch gut aus, den ganzen Arm einmal lang. Na, Woody, was willst du jetzt machen? Oh Gott, hier ist Feuer ausgebrochen, Woody. Wir müssen Schadensbegrenzung machen. Und zwar am besten, indem wir deine Hose abschneiden. Vielleicht hier mit diesem... Nee, warte mal, das ist ein Enterhaken, das brauchen wir nicht. Ja, mit der Shotgun sollte es klappen. So, Woody, 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 sage ich schon. Okay, und Woody, das erste Bein ist weg und, okay, ach doch, die Hose brennt, ja. Jetzt hat sich das schon übertragen auf deinen Unterkörper, Woody. Okay, ich hoffe, so geht's klar. So, und dein Holz, da müssen wir leider auch abschießen. So, den Colt, den kannst du nicht mehr gebrauchen, leider. Guck mal, wie entstellt der jetzt aussieht. Der arme Woody. Aber ich meine, er sieht auch glücklich aus. Er sieht zufrieden aus. Von daher würde ich sagen, wir machen noch einmal, was können wir hier machen? Die Maden. Ich mache hier Maden auf seine Pupillen.
Alter, das ist ja mal ganz bestialisch. Ich bin der Teufel. So, ein bisschen Maden auf die Pupillen und da futtern die sich jetzt langsam in Woodys Augenhöhlen rein. Das ist ja scheußlich. Ich würde sagen, ich hole die Minigun raus und mache Woody hier einmal ganz kurz letzten Prozess. Die Maden, oh mein Gott, das ist so am Längen. Die Madenfreunde, die kann man ja wirklich keinem antun. Ich würde sagen, ich stelle einmal nochmal größer die Munition, so. Auf 20 mm Schuss. So, bam, haben wir nachgeladen und Woody, das war's mit dir. Und oh mein Gott, ja, und Woody, Freunde, den hat's komplett zerwischt. Oh Gott. Wir haben hier vielleicht noch einmal Meteoriten. Ja, machen wir hier nochmal so ein paar Meteoriten hin. Und die müssten jetzt auch gleich kommen. Da oben kommen die geflogen. Meteoritenangriff auf Woody und wie viele auf einmal. So oft habe ich doch gerade gar nicht geklickt. Oh mein Gott, ich kann gefühlt gar nichts mehr erkennen. Woody, bist du noch da? Woody, bleib stark, Mann, bleib stark. Das ist gleich vorbei, glaub mir. Hallo, Mr. Woody. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Er ist komplett tot. Es ist nur noch eine leere Hülle seiner selbst. Woody! Freunde, wir haben Woody zerstört. Wir haben heute sehr, sehr krasse Mods gespielt. Ich meine, es ist jetzt mittlerweile schon 2.09 Uhr, also etwas später als eben gerade. Spielt diese Mods auf jeden Fall nicht um 2 Uhr oder 3 Uhr nachts, was auch immer. Lasst ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen beim Zuschauen. Schreibt mir gerne weitere coole Tiere und Mods-Vorschläge in die Kommentare. Tut mir den Gefallen, checkt gerne eins von euren Videos aus. Wir sehen uns im nächsten Video. Einen wunderschönen Tag. Bis dann und ciao, ciao!